Hallo, mein Name ist Jürgen Knieling. Sicher fragen Sie sich, wo ich die ganze Zeit gesteckt habe. Ich war hier, in dieser Wand. Sicher fragen Sie sich, wie ich mich die ganze Zeit ernährt habe. Das war überhaupt kein Problem, denn ich habe sehr viele tolle, ertragreiche Erfindungen erfunden, die mir ein Auskommen gesichert haben. Sicher fragen Sie sich jetzt, wie man etwas erfindet, was es noch nicht gibt. Das ist ziemlich einfach. Erfinden Sie einfach eine Krankheit und das Medikament dagegen. Die Krankheit, die ich erfunden habe, heißt alles. Das Medikament, das ich dagegen erfunden habe, heißt gegen alles. Die Wirkungsweise ist folgende. Normalerweise nimmt das menschliche Gehirn nur alle 0,06 Sekunden etwas wahr. Mit gegen alles nimmt das Gehirn nur alle 60 Jahre etwas wahr. Gegen alles verändert die Taktung Ihres Gehirns. Das hat den großen Vorteil, dass Ihr Leben total chillig, locker und völlig ereignislos abläuft. Leider hat das Medikament auch Nachteile. Wenn Sie sich gegen alles einwerfen, verhungern oder verdursten Sie wahrscheinlich, bis Sie irgendwann in 60 Jahren wieder etwas wahrnehmen. Ja, wie alle Medikamente hat auch gegen alles Nebenwirkungen. Zum Beispiel Tod. Ist aber nicht weiter schlimm, kriegt man nämlich nur einmal. Eine weitere Erfindung, die ich gemacht habe, ist dieses Haarspray. Wie viele andere Männer vor mir auch, hatte ich irgendwann die Nase und die Schnauze voll von rasierten weiblichen Genitalbereichen. Aber so ein Gestrüpp, das muss ja auch nicht sein. Stellen Sie sich vor, was haben 12 Hektar Stacheldraht mitten in einem Vergnügungspark verloren? Braucht kein Mensch. Mit diesem Spray wird weibliches Schamhaar weich wie Kaninchenfell. Das ist die Zukunft. Ich habe auch ein Mittel gegen Ungeduld erfunden. Es braucht allerdings 60 Jahre, bis es anschlägt. Ich habe überlegt, mein Medikament gegen alles mit dem Mittel gegen Ungeduld zu kombinieren. Auch konnte ich mir eine goldene Nase verdienen, indem ich Outdoor-Kurse und Heilfastkuren für Manager angeboten habe. Die Rezeption war erstaunlich. Barfuß laufen im Schnee in der Wüste, dabei schwitzen in Minen, draußen schlafen, das kann man nicht umsonst. Wer bei mir hungern, frieren, schwitzen, barfuß laufen und unter Brücken schlafen will, muss dafür ordentlich Kohle hinblättern. Jetzt habe ich so viel Geld, dass ich mir endlich meinen Traum erfüllen konnte. Ich bin Züchter geworden. Ein Freund sagte einmal, solange sich etwas bewegt, kannst du darauf wetten, dass es sich züchten lässt. Nachdem ich mit Lawinen und Wetterphänomenen nicht besonders erfolgreich war, habe ich mich der Züchtung von Dünen zugewandt. Genauer gesagt von Wanderdünen. Ja, ich bin Dünenzüchter. Ich züchte Wanderdünen. Und das ist sie, meine Wanderdüne. Sie ist ein Hühne von einer Düne. Wir haben so viel miteinander erlebt. Durch dick und dünn sind wir gegangen. Meine Düne hat auch bereits Junge bekommen. Mittlerweile beherberge ich hier eine ganze Dynastie. Es ist nicht leicht, Dünen zu domestizieren. Wie Sie sehen, musste ich diese Dünung aufschütten in Form eines Metallzauns, damit sich die Düne nicht verdünisiert. Dünen sind unglaublich dynamisch. Sie erzeugen Strom wie ein Dynamo. Ein liebevolles Detail: Der Wind, der über eine Düne zieht, den nennt man Dünpfiff. Ja, eine Düne erzeugt Strom. Und der Strom, den diese Düne erzeugt, der beheizt nicht nur mein Klo, nein, der ist auch essbar. Der Strom, der von einer Düne produziert wird, heißt Dynamit. Dieses Dynamit ist essbar. Es gibt verschiedene Formen von Dynamit. Dynamit allem, Dynamit scharf und Dynamitsoße. Auf Wiedersehen.